In Hamburg kam es am Donnerstagabend zu einer Schießerei. In einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf eröffnete ein zunächst Unbekannter um rund 21 Uhr das Feuer. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 35-jährigen Philipp F., der sich selbst hinrichtete. Er lebte und arbeitete seit 2014 in Hamburg, als Sportschütze hatte er eine Waffenerlaubnis. Das wurde auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag bekannt gegeben. Der aus Bayern stammende 35-Jährige war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Die Motive der Tat seien aktuell noch nicht klar. Es gebe aber keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, so die Staatsanwaltschaft Hamburg. Der mutmaßliche Täter war nicht polizeibekannt. 7 Menschen kamen bei dem Amoklauf ums Leben, 8 wurden zum Teil schwer verletzt. Alle Opfer starben durch Schusseinwirkung. Zu den Toten zählt auch ein ungeborenes Kind, das im Bauch der Mutter getroffen wurde. Es ist eine grauenhafte Tat, sagte Hamburgs Innensenator Andi Grote auf der Pressekonferenz. Es ist das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.